Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten, herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den September 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich führe euch durch die Konstellationen. Wenn ihr eine persönliche Situation habt, über die ihr gerne unter vier Augen ein Beratungsgespräch mit mir führen würdet, dann stehe ich euch dafür natürlich gern zur Verfügung. Ihr könnt mich auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i oben im Bild klickt und natürlich unten in der Videobeschreibung. Auch diesen Monat gibt es wieder eine Verlosung. Ihr könnt 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen und wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Der September wird ein Monat voller interessanter Chancen für euch, sowohl im Beruf als auch in der Liebe. Singles, die auf der Suche sind, könnten der Liebe durch berufliche Kontakte begegnen. Es ist auch eine gute Zeit, um aktiv eure Freundschaften zu pflegen. Und je weiter der Monat voranschreitet, desto heißer und kuscheliger werden die Liebessterne für euch. Jetzt wollen wir uns die Konstellationen genauer anschauen und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, also mit den Aspekten, die langfristig auf euch einwirken. Und da sind eigentlich zwei Hauptaspekte, die euch recht gut tun. Das eine ist das Trigon zu Neptun, steht für euch im fünften Haus der Lebensfreude und hat eine super Verbindung zur Skorpionsonne. Das ist ein sehr schöner Aspekt, der euch romantisch macht und so ein bisschen die Härte rausnimmt beim Skorpion, ne? Mit dem Neptun wird man weicher, man sieht auch mehr die spirituellen Anteile und, das habe ich ja schon oft gesagt, das ist ein toller Tantra-Aspekt. Denn hier, das ist der Bereich der Sexualität und ihr könnt dann Sexualität und Spiritualität miteinander verbinden. Und daran auch weiter forschen. Ist natürlich auch super für kreative Skorpione, weil Neptun auch der Planet der musischen Talente ist, ne? Wenn ihr Musik macht, wenn ihr malt, wenn ihr kreativ seid, dann ist das auch ein ganz toller Aspekt. Und der ist ja auch ganz, ganz langfristig. Und diesen Monat genießen diesen Aspekt die Geburtstagskinder, die zwischen dem 3. und 6. November Geburtstag haben. Es gibt jetzt aber einen kleinen Wermutstropfen, weil nämlich der Neptun ja verbunden ist mit dem Halbquadrat zu Uranus. Ist jetzt hier nicht zu sehen, aber das wirkt auf jeden Fall weiter. Und zwar bedeutet das, wenn ihr neue Leute kennenlernt, besonders übers Internet, Uranus ist ja der Planet des Internets, dass ihr dann besonders vorsichtig sein müsst, weil da wird jetzt besonders viel getäuscht und vorgemacht, was gar nicht da ist. Ich meine, das ist natürlich sehr schwer, einen Skorpion zu täuschen, ne? Weil die blicken meistens direkt durch und erkennen dann auch sehr schnell, was Sache ist. Aber deswegen wäre es eben sehr wichtig, dass ihr dann diese Person gleich kennenlernt, gleich von Auge in Auge euch gegenüber sitzt und dann aber trotzdem noch mal 3 Monate abwartet, ne? 90-Tage-Regel, ehe ihr dann anfangen könnt, das Ganze ernst zu nehmen, um euch eben vor gefühlsmäßigen Verletzungen zu schützen. Genau, und dann gibt es noch das Sextil zu Pluto. Der steht ebenfalls in einem guten Aspekt zur Skorpionsonne. Und steht für euch, das ist ja im Steinbock und steht für euch im Haus der Kommunikation, im Sonnenhaus. Und das bedeutet, dass ihr eine sehr starke Überzeugungskraft habt, ne? Dass ihr nur halt manchmal aufpassen müsst, dass ihr es nicht übertreibt, dass ihr Gesprächspartner nicht zu sehr unter Druck setzt. Aber ansonsten ist das ein super Aspekt, weil der Pluto ja auch euer Herrscher ist, ne? Der also die Skorpiongeborenen, die den bekommen, stärkt. Und das sind in diesem Monat die Geburtstagskinder vom 7. bis 10. November. Und Pluto wird diesen Monat nach längerer Zeit auch wieder direktläufig. Das heißt, alle Pluto-Themen werden verstärkt. Ja, also das werdet ihr sicherlich sehr stark spüren, einfach weil ihr Skorpione seid. Das ist euer Herrscherplanet. Ich gehe da später nochmal drauf ein, aber das bedeutet eben auch, dass eine starke unterschwellige sexuelle Spannung in der Luft liegt. Und Pluto hat ja auch was mit der Auslotung von Schmerzgrenzen zu tun. Das wird jetzt auch Thema. Alle Skorpione, die sich zum Beispiel gerne mit Fetischthemen beschäftigen, die sind dann da in ihrem Element. Aber dazu später noch mehr. Ja, das sind eigentlich so die beiden Hauptaspekte, die auf euch einwirken. Die anderen Planeten stehen unproblematisch zur Skorpionsonne. Kann natürlich sein, dass ihr Planeten im Schützen oder im Steinbock habt und dann noch andere Aspekte empfangt. Aber das müsste man dann eben in der persönlichen Beratung klären. Jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen an. Am 1. September steht die Sonne in der Jungfrau und macht ein schönes Sextil zur Skorpionsonne. In der ersten Dekade noch. Und die anderen Planeten hier, die Liebesplaneten und der Mondknoten, die stehen im Quadrat.
zur Skorpionsonne für euch im Sonnenhaus der Karriere. Das ist sehr interessant, besonders eben auch der Mondknoten, weil das Thema, lebt ihr auch die wahre Berufung? Das wird für euch jetzt immer wichtiger, solange der Mondknoten da steht, und wird jetzt gerade auch verstärkt durch die übrigen Planeten. Wobei die Venus in der ersten Dekade steht und ein Quadrat macht, und Mars, Merkur und Mondknoten stehen in der dritten Dekade, und auf das Quadrat zum Mars müsst ihr besonders achten, weil das macht euch gereizt. Und die Skorpione sind ja sowieso recht kämpferisch. Das dauert nicht mehr lange, aber es ist jetzt in den ersten Tagen des Septembers halt noch der Fall. Und das ist dann sogar ganz besonders kritisch am 3. September, weil nämlich dann Mars und Merkur sich zusammenschließen werden. Und da muss man dann wirklich aufpassen, was man sagt. Habt eine sehr scharfe Zunge. Das bedeutet natürlich, dass ihr euch in der Karriere auch sehr gut durchsetzen könnt, aber ihr dürft es eben damit nicht übertreiben, denn ihr könntet damit eben auch Leute, die für euch wichtig sind, vor den Kopf stoßen. Man müsste aufpassen. An dem Tag beginnt auch das Sextil der Sonne in der Jungfrau den Durchgang durch die zweite Dekade, sodass ihr dann in der zweiten Dekade damit euren Spaß haben werdet. Das ist übrigens schön, die Sonne steht im Haus der Freundschaften. Deswegen habe ich auch gesagt, Freundschaften pflegen, da geht jetzt auch eine gute kosmische Energie rein. Nächster interessanter Tag ist der 5. September. Da wechselt nämlich der Mars das Zeichen und geht dann in die Jungfrau, also auch in euer 11. Haus, in einem guten Aspekt. Das kann energische Freunde und viel Unternehmungslust anzeigen, aber es birgt auch eine gewisse Gefahr von Auseinandersetzungen im Freundeskreis. Müsst ihr darauf achten. Außerdem haben wir da eine sehr interessante Konstellation von Sonne und Neptun. Das begünstigt Träumereien, vielleicht auch Unklarheiten. Für euch ist es jetzt so im Bereich Affäre, habe ich ja gesagt, hier Neptun, Sexualität, Romantik, auch Affären. Vielleicht träumt ihr jetzt von einer Affäre mit einem unerreichbaren Liebespartner oder aber ihr findet euch vielleicht in einer Dreiecksbeziehung wieder. Für Skorpione, die kreativ tätig sind oder auf der Bühne stehen, kann das ein super Aspekt sein. Und diese Konstellation geht dann über in den Vollmond, der ist am Mittwoch, am nächsten Morgen um 9.02 Uhr und eben ebenfalls bei euch auf der Kreativitätsachse. Und ich denke, das wird ein sehr inspirierender Vollmond für euch werden, wenn ihr nicht gerade in einer undurchschaubaren Beziehungsdrama-Geschichte verstrickt seid. Aber der Vollmond steht eben günstig zur Skorpionsonne hier und es ist gut möglich, dass verwirrte Freunde jetzt bei euch Rat suchen. Und es ist halt sehr inspiriert, wenn ihr kreativ seid. Außerdem an dem Tag, der Merkur, der zu euch im Quadrat steht, im Löwen hier, wird dann wieder direktläufig, betrifft vor allen Dingen die dritte Dekade. Und das heißt einfach, das ist natürlich für euch gut, Karriereangelegenheiten, die vielleicht ins Stocken kamen, wo Infos fehlten oder wo es Missverständnisse gab, die kommen dann jetzt langsam wieder in Gang. So, dann haben wir vom 7. bis 9. September einen Aspekt, der sehr interessant ist für euch, weil nämlich dann hier die Jungfrau-Sonne ins Trigon zu Pluto geht, zu eurem Herrscherplaneten. Das heißt, in Gesprächen könnt ihr dann sehr großen Einfluss ausüben und das kann sich auch beruflich günstig auswirken. Da ist dann allerdings die Spannung von Venus zu eurem Zeichen auch dabei. Das heißt, es könnte mit jemandem aus der Chefetage prickeln, aber das könnte auch etwas gefährlich werden. Trotzdem ist das ein toller Aspekt für alle Skorpiongeborenen, um ihrer wahren Berufung ein Stück näher zu kommen. Am 10. September tritt dann der Merkur auch ins Zeichen Jungfrau ein, damit auch einen guten Aspekt zur Skorpionsonne, zunächst für die erste Dekade. Am 13. September beginnt die Sonne ihren Durchgang durch die dritte Dekade. Ist dann auch günstig für die entsprechenden Skorpiongeborenen. Und vom 13. bis 19. September ist dann die gute Flirtphase, wo die Venus eben diese ganzen schönen Aspekte bildet zu Saturn, zu Jupiter, später noch zu Uranus. Und für euch kann das sehr interessante Begegnungen bringen, die euch Türen öffnen, um zu eurer wahren Berufung zu finden, weil es ja hier Venus-Mondknoten in eurem 10. Haus ist. Oder auch, die euch einen neuen Blick auf eure Wertvorstellungen geben. Und da drin sind auch zwei Top-Tage enthalten, nämlich Donnerstag der 14. und Freitag der 15. September. Da haben wir auch den Mond im Krebs, einen schönen Aspekt zur Skorpionsonne und da macht sich Harmonie breit. Das sind zwei schöne Tage, um Pläne mit eurem Liebsten zu machen oder Pläne dafür, wie ihr euch die Liebe wünscht und vorstellt.
Am 19. September beginnt dann Merkur den Durchgang durch die zweite Dekade und macht damit einen guten Aspekt zu euch. Und dann haben wir ja am 20. den Neumond in der Jungfrau und das ist auch ein Top-Tag für euch. Da waren ja meine Themen, wie ich es in der kosmischen Schwingung erklärt habe, Fakten erkennen, sich neu organisieren und Geheimnis erklären. Das ist ja sowieso euer Ding, ne? Geheimnisse. Und bei euch betrifft das vor allem eure Freundschaften hier, ne? Der Neumond im Freundschaftshaus und auch euer berufliches Netzwerk. Ihr seid sehr inspiriert, ihr könnt begeistern und ihr findet Unterstützung für eure neuen Projekte. Wichtig ist allerdings, dass ihr nicht nur redet, sondern auch den anderen zuhört, ne? Weil Merkur und Mars stehen da schon wieder dicht zusammen. Da kann man dazu neigen, die anderen so ein bisschen zu überrennen im Gespräch. Und kann auch sein, dass jetzt aus eurem Freundeskreis vielleicht ein paar Übereifrige da sind, die auf euch einreden, aber da solltet ihr dann auch tolerant sein. Das ist auch eine gute Zeit für Coaching und Beratung. Und ich denke, es ist sehr gut möglich, dass ihr euren Freunden jetzt mit Rat und Tat zur Seite steht. Und am 20. September geht dann auch die Venus ins Zeichen Jungfrau und damit in guten Aspekt zu euch. Und Singles können also jetzt vielleicht sich durch ihre Freunde verkuppeln lassen oder interessante neue Leute kennenlernen. Die Venus kühlt dann vielleicht erstmal so ein bisschen ab gegenüber dem Löwezeichen, in dem sie vorher stand. Aber sie geht ja dann auf den Mars zu und dann wird es auch wieder heiß. 20. bis 22. September haben wir zwei sehr interessante Aspekte für euch. Der Merkur, der hier ja günstig zu euch steht, macht eine Konstellation zu Neptun, es ist sehr fantasievoll und dann anschließend vor allem, das ist für euch super wichtig, ein Trigon zu Pluto und damit habt ihr dann eine große Verführungs- und Überzeugungskraft. Ihr könnt also in diesen Tagen so ziemlich alles erreichen, was ihr wollt, auch in beruflicher Hinsicht. Und in der Liebe kann es sich allerdings ereignen, dass sich eine Dreiecksbeziehung anbahnt. Wenn ihr das bemerkt, müsst ihr es ganz langsam angehen lassen und denkt immer an die 90-Tage-Regel, bevor ihr euch auf irgendwas einlasst, was nicht ganz koscher ist. Am 22. September, auch an dem Tag, um abends um 22.02 Uhr, tritt die Sonne ins Zeichen Waage ein. Da haben wir die Tag- und Nachtgleiche und den Herbstanfang. Und damit geht dann die Sonne in euer 12. Sonnenhaus, das ist der Bereich der Spiritualität. Und für viele Skorpiongeborene ist das eine Zeit, wo sie sich gerne mal zurückziehen, um zu meditieren und sich auf den Herbst einzustimmen. Und wenn das bei euch auch so ist, dann macht das ruhig nur zu diesem Gefühl solltet ihr folgen. Gleichzeitig bildet der Mars in der Jungfrau weiterhin einen guten Aspekt dann für die zweite Dekade der Skorpione. Dann haben wir ja für den Rest des Monats vom 22. bis 30. September die Phase der erotischen Spannungen mit diesen Oppositionen, vor allen Dingen von Mars und Venus zu Neptun. Und das Ganze bei euch auf der Achse der Kreativität und Sexualität sehr, sehr spannend für euch. Und die Venus wird auch immer heißer, weil sie sich auf den Mars zubewegt und in dieser Phase wird Pluto wieder direktläufig. Also ich denke schon, dass es für euch eine super heiße Zeit wird. Und der Pluto bringt ja dann eben diese sexuelle Spannung und das Interesse an Drama und Schmerz und Tabu. Und diese Kraft erstreckt sich über den ganzen Monat. Und da dürftet ihr so ziemlich in eurem Element sein, denn Tabuthemen, Drama und das Interesse daran, wie weit man bis an die Schmerzgrenze gehen kann, das liegt ja alles in der Natur des Skorpions. Ihr könnt da schön experimentieren, immer vorausgesetzt, dass euer Partner ebenfalls ein Interesse dran hat. Dann habe ich noch einen Top-Tag für euch am Samstag, den 23. September, wenn der Mond dann auch in eurem eigenen Zeichen steht und die interessanten kosmischen Energien eben zu euch reinlenkt gewissermaßen. Das ist sehr schön für heiße Affären, Romantik und kuschelige Stunden für Festliierte. Ihr seid jetzt sehr verführerisch. Es könnte auch sein, dass ihr mit jemandem im Bett landet, mit dem ihr eigentlich nur befreundet seid. Dann haben wir am 25. September den Merkur, der beginnt dann den Eintritt in die dritte Dekade für euch in einem guten Aspekt und noch einen Top-Tag am 28. September, das ist der ideale Tag, um jemanden um den Finger zu wickeln, sei es, weil ihr eine Affäre anfangen wollt oder um jemanden für ein berufliches Projekt oder kreatives Projekt zu begeistern. Am 29. September bildet dann der schöne Venus-Aspekt in der Jungfrau für euch den Eintritt in die zweite Dekade. Und dann schließlich am 30. geht der Merkur in die Waage und damit auch bei euch ins Haus der
Stabilität ist also auch wieder gut für spirituelle Skorpione. Ja, ihr Lieben, das waren eure Sterne im September. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, wisst ihr ja, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com und die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 8. September um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Oktober bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier einen netten, interessanten Kommentar, zum Beispiel darüber, was euch meine Horoskope so bringen oder was ich besser machen könnte und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch auch ruhig nochmal das Video-Special Folge deinem Herzen an. Also dann, alles Gute mit den Sternen.